Leute, willkommen bei einem Video von Lulu Crazy. Und hier, wie man sieht, habe ich schon ein Döschen, ein schließbares Döschen. Ja, und Wachsmaler und Kokosöl ist im Schrank. Ich habe schon mal alles vorbereitet, damit das Video nicht zu lang wird. Ja, dann habe ich heißes Wasser gekocht, dann in diesen Behälter reingefüllt, das ist ziemlich heiß. Dann hier habe ich schon eine kleine Schüssel genommen. Dieses Wasser ist jetzt alles Kokosöl. Und ja, das ist dieses Licht, was ihr zum Mund sieht. Und noch Wachsmaler. Und ihr müsst es dann halt mit einem Zahnstocher rühren. Und das dauert. Oh, es ist schon flüssig. So, jetzt muss ich das noch ganz gut durchrühren. Und wir sehen uns gleich. Das verflüssigt sich schon. Also, ja. So, jetzt ist das fast fertig. Ich habe Angst, wenn ich das kippe, dass es da bleibt. So, ich habe Angst. Nein. Jetzt müssen wir das ganz kräftig durchrühren. Sieht schon eigentlich ganz gut aus. Ja, das sieht eigentlich ganz gut aus, ja. So, ich habe Angst, das verflüssigt doch. Okay, jetzt kommt Wahrheit der Stunde. So, jetzt müssen wir alles reingießen, heiß. Das ist heiß. Viel zu heiß. Nehmen wir dieses Tüchlein. Deckel. Ja, und 3, 2, das sieht gut aus. Sehr gut aus. Sehr echt. Hey, was ist damit? So. Jetzt irgendwie da reinkriegen. Ja, sorry, dass ich nicht so viel rede. Ich bin hier gerade, nein. Hier voll konzentriert. Oh ja, ich bin sehr konzentriert. Oh. Oh mein Gott. Okay. So, das lassen wir jetzt mal trocknen. Wir tun das gleich in den Kühlschrank. Ich wasche das hier jetzt mal aus. Das ist jetzt für 1 Minute stehen, dann tue ich den Kühlschrank und dann sehen wir uns gleich. So, ich denke mal, das ist schon 1 Minute oder so geblieben. Fest ist es nicht. Und jetzt tun wir es mal im Kühlschrank, weil ich habe ja gerade ein bisschen sauber gemacht. Da hinten, wow, toll. So, jetzt tun wir es mal im Kühlschrank. Die weite Stunde. Lauf! Wir tun es am besten ohne Deckel. Weite Stunde! So, das wird jetzt hier reingetan. Ah. Und zugemacht. So, Leute, es ist halt immer noch nicht fertig. Ich kann es glauben. Die Küche sieht besser aus, oder? Upsi, das war ich nicht. Upsi, das war ich nicht. Ich. Nein, ja, auf mit dem Sauger. Nein, was Schlechtes. So, Leute. Wer hört, dass ich ein YouTube-Video mache? Ihr hört aber, dass ich ein YouTube-Video mache. Jo, das ist ein stinknormaler Deckel. So, da war mal ein Bübchen drauf. Also, da war halt so ein Kleber drauf, den habe ich aber abgemacht. Weil. Sieht nicht schön aus. Man sieht das Licht. Ich sehe da überhaupt nichts. Mein Handy sieht man. Oh yeah, mein weißes Handy. Ja, und ich warte. Wir tragen das auf gleich auf meinen Lippen aus. Naja.
Yes, gleich fertig. Wir können es gleich holen. So, Leute, freut euch beim nächsten Video. Geht um Playmobil. Um Lissy, Sunny, Victoria und Millie. Die könnt ihr kennenlernen. Das sind meine Victoria, Millie, Sunny, Lissy. Millie, Sunny, Victoria, Lissy. Das sind meine vier Playmobil-Puppen. Und es geht um mein Modehaus. Lissy ist die Anführerin, Besitzerin. Ja. Eigentlich würde ich, wenn ich das Video, also das Playmobil-Video jetzt mache, dieses Video euch verlinken, damit ihr auch schon wisst, wer das alles ist. Ja, aber ihr könnt es sehen und ja, das ist auch nicht so ganz lang. Ah, und ich habe noch vergessen, ihr braucht, das müsst ihr unter Wasser tun, ihr braucht diese Wattestäbchen fürs Ohr. Und ganz leicht nass machen, wie ihr eben gesehen habt. Nicht mit heißem Wasser lieber. Mit ungefähr so kalt. Dann hier hinhalten. Zumachen. Wieder was leicht abtrocknen. Und schon ist es leicht nass. Und jetzt können wir es schon vom Kühlschrank holen. Oh, zum Glück ist es ruhig. Oh yeah, es ist hart. Ich bin schon da. So, es ist fertig. Teste ich es auch gleich mal aus. Und ja, das. So, das war's mit meinem Lippenpflegeprodukt. Und das ist mir dieses Mal sehr, sehr gut gelungen. Muss ich echt sagen. Ein Applaus. Einfach super. Warte, eine. Ich habe nicht gesagt, zwei Applaus. So. Und langsam färbt sich das ab. Jetzt versuchen wir es mal, ob sich das mit Wasser abfärbt. Oh ja, färbt sich schon. Ja, und ich teste es aus und es hat geklappt. Und ja, mein Traum ist erfüllt bei der Sache. Ich weiß, ob es bei euch auch nicht ist, aber auf jeden Fall ist es gut für die Haut. Ich kann auch mal Lippenpflege benutzen, weil Kokosöl halt. Und ich weiß nicht, ob man das auch über die Augen streichen könnt. Ich probiere es mal. So, man könnte es tatsächlich sogar als Gesichtscreme nehmen. Nur es ist lila. Eine richtig gute Gesichtscreme. Ich wusste nicht, dass es eine Gesichtscreme wird. Aber probiert es mal aus. Man kann es als Lippencreme benutzen. Ja, bestimmt habe ich richtig viel Kokosöl genommen, da fast nichts mehr abgeht. Und das ist gut, weil ich keinen Lippenstift trage. Ja, ich Lulu trage keinen Lippenstift. Das ist auch sehr gut. Ja, und das ist gut, dass Kokosöl gut für die Haut ist. Da kann man auch Essen reintun. Und hier ist halt nur Farbe drin. Ja, das ist halt verfärbt. Und das kann man als Creme nehmen. Als manchmal sowas wie Eos, also für die Lippen. Ja. Und so habt ihr eure schöne Gesichtscreme. Tschüss, ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch mal versuchen, ganz kräftig drauf zu drücken, dann auf die Lippen zu schmieren und dann wieder im Kühlschrank tun, weil sonst habt ihr so warme Hände. Und ja, bitte hinterlasst einen Daumen nach oben, noch ein Abonnent, das wäre sehr schön. Und ja, tschüss. Lippenstift. Das war's auch schon.